Wer schon mal so einen Pilztrip mit Magic Mushrooms hatte, weiß, dass die Drogen ähnliche Halluzinationen auslösen wie LSD, also es wirklich in sich haben und außerdem nicht ganz ungefährlich sind. Schon seit 60 Jahren ist die Substanz, die dafür verantwortlich ist, bekannt: Psilocybin. Doch was hat es mit dem halluzinogenen Stoff auf sich? Ein Forschungsteam hat jetzt das Geheimnis um die Zauberpilze gelöst, wie genau sie also funktionieren, warum sie so gefährlich sind und warum ihr Wirkstoff auch als Medizin genutzt werden könnte in Zukunft. Jetzt in Klicks um Science Fiction. Herzlich willkommen. Schon vor etwa, Achtung, 4000 Jahren haben die Urvölker in Mittelamerika wohl mit halluzinogenen Pilzen experimentiert, ja sogar verehrt und diese sogenannten Zauberpilze zu spirituellen Zwecken genutzt. Denn die Substanzen der Magic Mushrooms haben tatsächlich bewusstseinserweiternde Effekte auf den Körper. Man kann sehr scharf sehen und alles wird von extremen Lichtern überzogen. Es gibt Studien zu diesen Magic Mushrooms, die Hinweise darauf geben, dass die persönlichkeitsverändernde Wirkung der Drogen auch ein Jahr nach der Einnahme noch messbar ist. Und genau deswegen ist das Image der Freizeitdroge zu Recht zweifelhaft. Und der Name Zauberpilz, der ist viel zu positiv, denn das regelmäßige Einnehmen der sogenannten Zauberpilze kann schlimme gesundheitliche Konsequenzen haben. Forschungsteams beschäftigen sich seit etwa den 50er Jahren mit den Pilzen, denn ihr könnt es euch denken, ihre Wirkung könnte auch in der Medizin und Pharmakologie eingesetzt werden und von großem Nutzen sein. Natürlich nur unter ärztlicher Aufsicht. Den entscheidenden Wirkstoff der Magic Mushrooms isolierte ein Schweizer Chemiker schon vor 60 Jahren, der Name der Substanz Psilocybin. Seitdem ist auch seine chemische Struktur klar, genauso wie seine Wirkungsweise im Körper. Diese ähnelt in Zügen der des Glückshormons Serotonin, ein Nervenbotenstoff, der auf natürliche Art und Weise in unserem Gehirn produziert wird und dort beispielsweise für gute Laune, Ausgeglichenheit und erholsamen Schlaf sorgt. Damit bin ich zum Beispiel ganz gut gesegnet. Bei Einnahme der Magic Mushrooms wandelt der Körper den halluzinogenen Stoff Psilocybin in seine aktive Form um, Psilocin. Dieses bildet dann in unserem Gehirn tatsächlich an die Andockstelle, die eigentlich für das Glückshormon Serotonin gedacht ist, an. So löst Psilocybin dann ähnliche Halluzinationen wie LSD aus, auch wenn der Rausch der Pilze meist etwas kürzer anhält. Studien aus den 60er Jahren beschreiben zwar bereits mögliche Ansätze, wie dieses besondere Molekül in den Pilzen gebildet werden könnte, doch wie genau es entsteht, war bislang unbekannt. Gesucht also Enzyme, die die Pilze als Werkzeug benutzen, um die Biosynthese des Psilocybins zu bewerkstelligen. Derjenige Stoff, der die Halluzinationen und Bewusstseinsveränderungen hervorruft. Dies ist jetzt endlich einem Forschungsteam aus Jena gelungen. Ihr kennt es noch aus dem Chemieunterricht. Der Syntheseweg solcher komplexer Molekülstrukturen ist wahnsinnig kompliziert und erfolgt in mehreren Schritten. Den Forscherinnen und Forschern gelang es tatsächlich, diese komplizierte Synthese im Labor nachzustellen. Dafür war es erst einmal notwendig, die entsprechenden Werkzeuge der Pilze, also die Enzyme, herzustellen. Dies konnten sie tatsächlich mit Hilfe genmanipulierter Bakterien und Pilzkulturen umsetzen und damit konnten sie die Herstellung von Psilocybin im Labor rekonstruieren, ganz ohne Pilzzellen. Und das ist ein Riesenfortschritt. Zudem haben sie damit gezeigt, dass die Biosynthese in einer anderen Reihenfolge abläuft als bislang vermutet. Dieser Erfolg ist tatsächlich nicht ganz ohne, denn es bringt die Forschungsteams einen Schritt näher an ihr Ziel, das hochwirksame halluzinogene Molekül im Labor bereitzustellen, um es dann auch im pharmazeutischen Bereich einsetzen zu können, eben als Medizin. Denn erste klinische Studien zeigen bereits, dass Psilocybin über gewisse Heilkräfte verfügt, wenn es unter medizinischer Kontrolle eingesetzt wird. Es könnte Patienten mit lebensbedrohlichen Krankheiten wie Krebs die Angst nehmen oder auch Depressionen mindern. Wenn es also Medikamente wie Psilocybin gibt, dann erfahrt es natürlich hier bei Klicks. Und wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier also ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke. Hier geht es weiter mit die 10 gefährlichsten Drogen bezogen auf ihre Wirkung auf die gesamte Menschheit. Sehr aufschlussreiches Video. Also draufklicken und mehr über Drogen wissen und ansonsten bis dann. Bleibt dran.